Und wie weit wirst du gehen? Ja, bis wir die Freiheit wiederbekommen. Hat jemand vielleicht ein Mikrofon oder sowas für mich? Was soll das denn für eine Demo sein? Mit 50 Leuten, wa? Eine Demo ist so, dass wir kommen und sagen, was wir wollen. Dass wir das so natürlich. Ganz wir einfach. Wir werden sie immer darauf hinweisen, sich selbst haben dafür Sorgen zu tragen, dass sie nicht mehr als 50 Personen in diesem abgesperrten Bereich sein werden. Wenn wir dies erkennen, dass es so ist, werde ich an sie herantreten und sie haben dafür Sorgen zu tragen. Wenn das nicht so passiert, dann müssen wir Spaß haben. Komm, habe ich heute schon gemerkt. Ja, also, lass mal, also, okay. 53 Leute hier sein, dass sie keinen Grund haben, unsere Presse im Außenbereich sein soll und nur ihre Versammlungsteilnehmer hier in diesem Bereich sind. Hier ist sowas. Wie es so sein soll. Okay, dann sagen Sie mir einfach, wann Sie mit der Regierung beginnen möchten. Haben Sie Ordner? Dann müssen Sie selbst dafür halten und müssen auch transparent an Ihre Versammlungsteilnehmer. Dann sagen Sie mir einfach, Kommen wir ein Mikrofon irgendwo mit einem Lautsprecher vielleicht? Das haben wir, glaube ich, nicht. Sind frei und sperrt man mich ein in finsteren Kerker. Das alles ist rein vergebliche Werke, denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. Drum will ich auch immer den Sorgen entsagen und will mich auch immer mit Grillen mehr plagen. Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen und denken dabei, die Gedanken sind frei. Attila, Hammer, super. Ich würde mal vorschlagen, eine Zählung zu machen, dass hier nicht mehr als 50 Personen drin sind, sonst wird sie wieder ungemütlich. Du zählst nicht. Am besten alle ein bisschen auseinander. Auseinander? Okay, auseinander. Ja. Wenn ich ein bisschen brülle, könnt ihr mich hören. Ja! Wir hören dich. Ja! Wir haben noch Infektionsschutzgesetz 2. Also, und kann keiner die Stimme verbieten? Und ich werde jetzt mal die Veranstaltung hier eröffnen. Wir dürfen maximal 50 Teilnehmer hier sein. Ich bitte euch alle, die Abstandsgebote, auch wenn sie noch so bescheuert sind, einzuhalten. 1,50 Meter. Ihr müsst euch bitte dran halten, ich habe heute schon Polizeigewalt erfahren. Ich wollte bei Saturn am Alexanderplatz eine CD kaufen. Wurde dann sofort von der Presse entdeckt und habe mich interviewt. Dann hat sich ein Tross von Menschen gebildet und dann wollte ich einfach ganz friedlich, denn ich glaube nur und ausschließlich an friedlichen Protest zum Bundeskanzleramt spazieren. Das ist doch ein Recht eines jeden Bundesbürgers, oder nicht? Ja! Ja. Ja. Wir haben dafür bezahlt, jeden Tag bezahlen wir dafür. Du bezahlst leider auch Steuergelder für solche überzogenen Maßnahmen. Und bevor ich beim Brandenburger Tor war, haben die Beamten die Wege abgeriegelt, sodass ich gar nicht zum Bundeskanzleramt kommen konnte. Und als ich fragte, auf welcher Rechtsgrundlage das geschieht, da hat man mich gewaltsam festgenommen, auf den Boden gedrückt, mich getreten, geht gar nicht, mich geschlagen. Faschisten! Ich habe Wunden an den Händen, ich habe Wunden an den Köpfen, am Kopf. Ja, ich habe mehrere Köpfe. Ich habe Wunden am Kopf, ich habe Hämatome am Rücken, blaue Flecken. Für was? Für was habe ich mein Unternehmen riskiert?
und wurde bei 99% der Händler ausgelistet. Für was habe ich Morddrohungen in den letzten Wochen bekommen? Für die Freiheit dieses Landes! Und ich bin kein Aluhutträger. Und wenn ich es bin, dann trage ich das Thema und den Namen Verschwörungstheoretiker mit Stolz. Warum? Weil Menschen wie Einstein oder Menschen wie Galileo auch Verschwörungstheoretiker waren. Und ich habe mich vor Corona nicht mit der NWO beschäftigt oder die ganze Zeit in irgendwelchen Darknet-Gruppen abgehangen. Ich habe mein Unternehmen geführt, ich bin nach Indien geflogen, habe Tiger gerettet, ich bin nach Japan geflogen, zu meinen Biobauern, habe Tee pflücken lassen. Ich habe mich nicht damit beschäftigt. Ich bin erst stutzig geworden. Zu Beginn von Corona, als ich mich wiedererlebt habe in einem Land, was eine Freiheitskultur hat. Immanuel Kant, Goethe, Schiller, Schopenhauer, ein Land, was für die Freiheit stand, ein Land, was unter Faschismus gelitten hat. Ich habe mich in einem Land wiedergesehen, wo es nur eine Meinung gab. Und jeder, der diese Meinung hinterfragt hat, war sofort ein Verschwörungstheoretiker. Jedem sollte auffallen, dass, wenn es nur noch eine Meinung gibt, unter 83 Millionen Deutschen, und die Menschen, sogar hoch anerkannte Wissenschaftler, ja, Virologen wie Streeck, Gerichtsmediziner wie Püschel, Wodak, Amtsärzte, Wodak war ein Amtsarzt. Wenn sogar solche Menschen, die ihre freie Meinung in diesem Land gesagt haben, sofort zerrissen werden von unseren GEZ-Anstalten, dann weiß man, dass hier irgendwas faul ist. Ja. Ja. Ja, ist gewaltig. Stinkt schon bis zum Himmel. Ich hätte mich, und das habe ich in mehreren Interviews gesagt, ich hätte mich zurücklehnen können. Ich bin im Lebensmittelhandel. Ihr habt ja gesehen, wie die Menschen am Anfang gehamstert haben, weil sie Angst hatten. Menschen hatten Angst. Sie haben gesagt, oh mein Gott, vielleicht muss ich mir einen Bunker bauen. Was passiert in diesem Land? Ich hätte mich zurücklehnen können. Ich hätte einfach sagen können, ich mache jetzt das Geschäft meines Lebens. Ich konnte es nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach gesucht nach den Finanzflüssen. Folge immer dem Geld und du findest die Quelle der Wahrheit. Ja. Genau. Bitte 1,5 Meter einhalten. Ihr wisst ja, das Killer-Virus mit einer 99%igen Überlebensrate gefährdet uns alle. Und das Killer-Virus-Gewinner ist so schlimm, dass man komplett die deutsche Wirtschaft lahmlegen muss. Ihr habt so lange euren Mund gehalten. Ihr hattet Angst vor öffentlicher Diffamierung. Wir haben gesehen, was mit Menschen passiert, die sich kritisch geäußert haben. Ihr alle habt das miterlebt. Sie wurden mundtot gemacht. Ihr alle habt wochenlang zugeschaut und euer Land nicht mehr wiedererkannt. Plötzlich trugen die Ersten die Sklavenmaske. Ein paar Tage später trugen die Leute sogar die Sklavenmaske beim Laufen. Es gibt kein Risiko, wenn man alleine durch die Stadt läuft, dass man eine Maske tragen müsste. Und unsere schön korrupten Politiker haben noch vor Wochen gesagt, dass diese Masken medizinisch sinnlos sind. Ihr lebt in einem Land, wo Kinder in Kitas völlig absurde Abstandsgebote halten müssen. Wo Kinder in Kitas sind, die sich selber schon mit 3, 4, 5 Jahren zurechtweisen auf Abstandsgebote. Geisteskrank. Celine, du hast vielleicht Corona. Kinder reden miteinander so. Kinder werden separiert. Und was machen unsere Politiker?
wie unser Furzfleck-Oppositioneller Christian Lindner? Der geht ins Borchardt und umarmt seinen Freund! Hinter den Kulissen dafür gibt es genug Footage. Da gibt es genug Videos und Bilder. Halten Sie sich gar nicht an Ihre bescheuerte Maskenpflicht. Aber ihr sollt sie tragen. Nein. Als Symbol. Nein. Sind wir Nazis? Wir tragen die Regeln. Wir werden kriminalisiert. Wir klagen. Ich werde festgenommen, weil ich spazieren gehe zum Bundeskanzleramt zu einer angemeldeten Veranstaltung. Wir werden kriminalisiert. Wie heißt es in der Presse? Was sind wir? Oh. Reichsbürger, Nazi, Extremist, Verschwörungstheoretiker, Unmenschen, Spinner. Ihr alle seid Teil und Mitte der Gesellschaft. Ihr alle fürchtet euch vor der Zukunft in diesem Land. Dass mehr Menschen ihre Stimme erheben und auf die Straße gehen. Attila, wir sind Tausende! Wir sind Tausende heute! Warum, liebe Freunde der Demokratie und liebe Freunde der Meinungsfreiheit, warum sehen wir hier keine tausenden Menschen? Ich kann es euch sagen. Weil sie abriegeln! Die Riegeln! Ich bin gerade von der Polizeistelle hierher gelaufen. Und die Menschen, die sich mir anschlossen, wurden alle entfernt. Und als ich durch das Brandenburger Tor gegangen bin, hat man abgeriegelt. Man hat zugemacht. Das hat man bei der letzten Demonstration auch gemacht. Und dann heißt es in der Presse, Attila Hildmann, ach, da sind nur 100 Spinner unterwegs. Nee. Und warum sind Demonstrationen über 50 Menschen in einem demokratischen Land, wenn sie sich an Abstandsgebote halten, verboten? Warum? Weil man sie nicht haben will. Wir können uns doch an Abstandsgebote halten. Weil wir die Symbolbewegung sind gegen diese Corona-Pharma-Mafia-Diktatur. Und man möchte nicht, dass Menschen sehen, dass sich immer mehr Menschen versammeln, um für ihre Grundrechte zu demonstrieren. Das, liebe Freunde, ist der Beginn von Faschismus und von Diktatur. Liebe Polizei! 50 Leute demonstrieren, ihr habt die Zelle, was ihr sagen dürft. Wisst ihr, was sie vorhaben? Ihr könnt es euch nicht vorstellen. So pervers und ekelhaft und vollschädigend ist es. Das, was sie vorhaben. Sie haben vor, nicht nur in Deutschland eine Gesundheitsdiktatur zu errichten. Weltweit! Sie wollen eine weltweite, globale Überwachungsdiktatur. International orchestriert. Und wer steckt dahinter? Was sagen Sie in den Medien? Die Verschwörungstheoretiker sagen, der Bill Gates ist ein ganz böser Mann. Das ist ja völlig haltlos. Der steckt ja gar nicht dahinter. Keiner der Pressevertreter, die je über mich geschrieben hat, hat je nur eine These widerlegen können. Ihr müsst verstehen, es gibt verschiedene Spieler dieses bösen Spiels. Alle profitieren, aber es gibt verschiedene Ebenen. Die eine Ebene sind machtbesessene, korrupte Politiker, die schon Jahrzehnte Maßnahmen für Überwachung in der Schublade haben und auf den richtigen Moment warten, euch kleines Geld kaufen kann, Handyüberwachung zu überwachen oder eure Grundrechte einzuschränken. Das sind Politeliten, da wird es mir kurz übel. Warum wird es mir so übel? Weil das keine Volksvertreter sind. Nein, das sind sie nicht. Ihr alle geht schuften.
Eure Eltern haben geschuftet für dieses Land. Ihr zahlt Steuern. Ihr arbeitet 8 Stunden, 5 Tage jeden Tag. Für was? Steuern sind Raub. Dass man euch innerhalb von ein paar Wochen die Freiheit nimmt und jetzt Zuckerbrot und Peitsche macht und sagt, wir lockern, aber im Herbst, da gibt es die nächste Welle. Also wer soll das denn glauben? Wer soll das denn glauben? Also ganz ehrlich. Nochmal bitte daran erinnern, die 1,50 Meter wegen des Killer-Virus Corinna. Also, Freunde. Neben den Politikern, die sich hinter verschlossenen Türen schon vor etlichen Jahren getroffen haben und diese Agenda besprochen haben, die wir hier gerade sehen, gibt es eine große kommerzielle Industrie, die aktuell massiv von Corona profitiert und vor ein paar Wochen sich hingestellt hat und der Bundesregierung Atemmasken geschenkt hat, und zwar 1 Million. Welche Industrie meine ich? Ich meine die Pharma-Mafia. Industrien, die dafür sorgen, dass 3 Millionen Tiere, unschuldige Tiere in deutschen Laboren zu Tode gequält werden. Jedes Jahr. Affen, Hunde, Katzen. Eine Industrie, die das Giftgas im Ersten Weltkrieg produziert hat. Eine Industrie, die Agent Orange produziert hat. Bayer und Monsanto haben sich zusammengeschlossen, die haben sich aufgekauft. Und Bayer und Monsanto haben über eine zweite Firma Agent Orange für den Vietnamkrieg produziert. Und diese Firmen stecken hinter Corona. Denn diese Firmen wollen ihre Corona-Tests verkaufen und ihren scheiß Impfstoff. Und das dulden wir. Und dann stellen sie sich hin in der Tagesschau und sagen, naja, wir schenken der Bundesregierung jetzt 1 Million Masken. Wahnsinn. Was für Wohltäter. Also, Bayer und Monsanto, das sind ja nur Wohltäter. Ja, da kommt das Gift für die Felder aus einer Hand und das Medikament, wenn die Menschen Krebs kriegen. Genau so ist es. Wir brauchen deine Produkte. Anti-Corona-Produkte. Und genau diesen Zwiespalt und genau diesen Mechanismus. Also übrigens, ich bin ein bisschen dreckig, weil ich auf dem Boden bin. Wir fordern Sie auf, die Absender einzuhalten, 1,50 Meter zu Ihrem Leben. Genau diese Mechanismen. Ich fordere auf, die Landung mit schaulustigen Personen, die Abstandsregelung einhalten, noch es besser, Wahnsinn, sich vom Ort zu entfernen. Merkt ihr, wie sie sich entlarven? Merkt ihr, wie sie sich entlarven, wie sie Fehler machen? Ja. Das ist ein Hoffnungsschimmer. Wenn Sie solche Repressalien bei friedlichen Demonstranten anwenden, dann sehen das viele Menschen und viele Menschen werden das hinterfragen. Nicht alle gucken 20 Jahre lang nur Frauentausch. Nicht alle glauben das, was in der Tagesschau jeden Tag gesendet wird. Die Zahlen des Robert-Koch-Instituts oder der Johns Hopkins-Universität für voll nehmen. Das sind 2 Institute, die bekommen von der Gates Foundation Geld. Ja. Und ihr bezahlt GEZ-Gebühren dafür, dass diese Institute Meinungsmacher sind bei Corona und eure Jobs und Firmen riskieren? Aha. Das kann nicht sein. Wir haben denselben Mechanismus wie bei Bayer und Monsanto bei der Gates Foundation. Sie sagen, Gates ist der zweitreichste Mann. Das ist eine Lüge. Warum ist das eine Lüge? Weil dieser Mann seinen überwiegenden Anteil seines Geldes in seiner beschissenen Stiftung hat. Milliarden. In dieser Stiftung sind auch Gelder und Milliarden von Warren Buffett. Dieser Mann ist der mächtigste Mann auf diesem Planeten aktuell. Und dieser Mann hat eine Agenda. Und diese Agenda hat er nicht seit gestern. Diese Agenda hat er seit über einem Jahrzehnt und er hat sie in Entwicklungsländern schon getestet. Er hat Leute verkrüppelt. Bill Gates stellt sich, ihr müsst euch vorstellen, dieser Mann, das ist einfach... Verkrüppelt!
9 Minuten bei diesem Arzt reden darf, darüber, dass er 7 Milliarden Menschen impfen möchte. 2000%. Er sagt, Zitat, wir werden 7 Milliarden Menschen impfen. Wer ist wir? Wir sind wir! Ja. Dieser Mann war ein hemmungsloser, skrupelloser CEO von Microsoft, der regelmäßig gegen das Kartellrecht verstoßen hat, der ein Betriebssystem auf den Markt gebracht hat, was virenanfällig war. Aber er kannte du gut meinen, er steckt an viele. Dieser Mann, ihr müsst euch einfach nur die Befragung anschauen vom FBI, wo er mit dem Oberkörper als junger Nerd-Programmierer mit dem Oberkörper so wackelt. Alle Befragung. Das ist ein Psychopath, nichts weiter. Und dieser Mann wusste, dass er einen schlechten Ruf hat. Was hat er gemacht? Er hat Greenwashing betrieben. Er sagt plötzlich, naja, ich war mal der reichste Mann der Welt. Die Leute haben mich gehasst. Die Leute haben mir eine Torte in die Fresse geschmissen. Zu Recht. Gebt euch bitte das Video. Ja. Da kann man zumindest noch ein bisschen lachen in dieser Zeit. Man hätte ihm damals was anderes in die Fresse drücken müssen. Dieser Mann hat gesagt, naja, die Leute mögen mich nicht, weil ich ein Superreicher bin. Ich gründe meine Stiftung. Weil eine Stiftung wirkt ja sehr positiv. Eine Stiftung für die Weltgesundheit. Eine Stiftung für Wohltätigkeitszwecke. Er hat sein Geld in diese Stiftung gepackt und hat seit über einem Jahrzehnt eine Agenda verfolgt. Die Agenda der... Modern ID 2020, das ist ein UN-Projekt. Dieses UN-Projekt hat vor, dass jeder Mensch auf diesem Planeten eine digitale Geburtsurkunde bekommt. Was ist das? Das ist nichts weiter als die Verschippung der Menschheit. Und dieser Mann hat in den letzten Jahren nicht nur in alle möglichen Organisationen investiert, und in allen möglichen Impfstofffirmen investiert, die zufälligerweise gerade den Impfstoff testen? Nein! Dieser Mann hat aktuell schon einen Chip entwickelt, der per Fernbedienung die Empfängnis einer Frau kontrollieren kann. Alle Infos vorhanden, das ist alles vorhanden. Und dieser Mann finanziert Nanotechnologie. Ich habe Physik studiert, ich war kein super toller Student, aber ich habe ein bisschen was mitbekommen. Bis zur Diplomarbeit hat es gereicht. Ich weiß, was Nanotechnologie ist. Das injiziert man heute schon Mäusen per Spritze und das kannst du nicht sehen. Und dieser Mann ist Vorstand einer Gesellschaft, die nennt sich Planned Parenthood. Diese Gesellschaft wurde von einer Frau, Maria Sänger, gegründet, die folgendes Zitat gesagt hat. Arme, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schwarze und Immigranten dürfen keine Kinder bekommen. Wir müssen das verhindern. Diese Gesellschaft steht für Geburtenkontrolle und Zwangssterilisation. Da ist Bill Gates und sein Vater Vorstand. Und es mag vielleicht sein, so jetzt kommen die Beamten hier wieder mit den Repressionen. Macht euch doch nicht lächerlich! Die Hunde sind auch schon wieder da. Polizeihunde gegen das deutsche Volk, was fällt euch ein? Schämt euch! Als nächstes richtet ihr noch die Waffe auf die Leute, die euch bezahlt haben. Wir sind das Volk! Jawohl, wir sind das Volk! Also, es ist nicht zu weit hergeholt, dass man sagen kann,
Bill Gates versucht durch seine Weltregierung über die WHO die Vorgaben gibt für die einzelnen Länder, die Pandemienotstände ausruft, euch über früh oder spät zu impfen. Mit Impfstoffen, die nicht 5 Jahre entwickelt wurden, sondern mit Impfstoffen, die jetzt schon bereitstehen nach ein paar Wochen. Und es mag sein, dass es nicht in der ersten Spritze drin ist, die Sterilisationsformel, weil ja viele mittlerweile die Spritze hinterfragen. Es mag auch nicht sein, dass die Nanotechnologie in der zweiten Spritze drin ist, aber vielleicht in der 6. Spritze. Und dann hat er euch an den Eiern, bei der Frau an den Eierstöcken und bei dem Mann an den Eiern. Und dann kann er darüber entscheiden, wie euer Hormonhaushalt ist. Und dann kann dieser Mann entscheiden darüber, ob ihr empfangt oder nicht. Wollt ihr das? Nein! Dann steht auf, deutsches Volk! Und erhebt eure Stimme gegen dieses Unrecht! Egal welche Hautfarbe ihr habt, es geht um euer aller von Gott gegebenen Freiheit. Und die steht hier auf dem Spiel. Mit Gesetzesänderungen, die ihr gar nicht mitbekommt. Infektionsschutzgesetz 2 ist nichts weiteres als ein Ermächtigungsgesetz für Jens Spahn, den Bilderberger, der 2017 beim Bilderberger-Treffen war und 2018 war er Bundesgesundheitsminister. Aha! Dieser Mann kann den Pandemienotstand, unsere demokratische Kontrolle, den Bundesrat aushebeln und die Bundeswehr im Inneren einsetzen. Und zufälligerweise hat unsere Regierung 177 Millionen extra für den Bundeswehretat locker gemacht vor kurzer Zeit. Und Truppen bereiten sich schon für Herbst vor, für Notstände. Wollt ihr einen Militärstaat? Nein! Wollt ihr einen Militärstaat? Nein! Wollt ihr die Freiheit? Ja! Dann tut mir... Ich denke an die Abstandsregel. Denken Sie bitte an die Demokratie. Denken Sie bitte an die Meinungsfreiheit. Denken Sie bitte daran, dass unsere Großeltern für dieses Land geblutet haben. Denken Sie bitte daran, dass unsere Eltern für dieses Land geschuftet haben, damit ihre Kinder eine Zukunft haben und frei ihre Meinung äußern können. Denken Sie bitte daran, dass wir und Unternehmer wie ich ihre Steuern bezahlt haben, damit sie Gehälter haben. Denken Sie bitte daran, dass Sie bald auch in einer Wirtschaftskrise leben. Schon längst. Ich bitte euch von Herzen, Sie mögen an mir ein Exempel statuieren. Sie haben mir wirtschaftlich geschädigt. Sie zerreißen mich in den Medien. Ich bekomme Morddrohungen. Es ist mir egal. Aber Sie werden mich nicht in den Tod bekommen. Und Sie werden mir nicht meine von Gott gegebene Freiheit nehmen. Lasst uns jetzt noch einmal friedlich singen, bevor wir die Demonstration beenden. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Vorbei, die nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglücke. Doch alles ist schön und wie es sich schicke. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Und sterbt man nicht ein im finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. Drum will ich auf immer den Sorgen entsagen und will mich auch immer mit Grillen mehr plagen. Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen und denken dabei, die Gedanken sind frei.
super. Adela. Adela, absolute Spitze. Wann ist jetzt die Innovation? Adela. Ey, das ist so geil, ey. Ach, Adela, ich bin nächste Woche da, wir müssen nach Hause. Ja. Danke dir. Jetzt wird uns keiner mehr. Meine Freundin traut sich nicht, die möchte auch ein Foto haben. Bitte denkt dran, so in kleinen Gruppen freiheitlich abzumarschieren. Ja. Marschieren, kriegen wir hin. Ja. 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 Super. Kommt ihr weg? Na klar. Super. Ja. Ich hatte hier von einer Dame eben hinter der Absperrung was gehalten. Ich